Eieiei, das Internet ist am Durchdrehen, denn es gibt einen Save-File-Bug in Cyberpunk 2077 auf sämtlichen Plattformen. Also alle sind in Gefahr, dass eure Speicherdatei irgendwann beschädigt ist und nicht mehr geladen werden kann. Und wie es dazu kommt, darüber sprechen wir natürlich heute. Und es ist wahr, hier. CD Projekt Red, der Support selber hat, Save-File-Data is damaged and cannot be loaded. Ja, wie es dazu kommt, darüber sprechen wir heute. Und in diesem Sinne heiße ich euch natürlich recht herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Und zwar, es ist offiziell und ich weiß nicht, ob ich den ganzen Dupern und Glitchern, ob ich denen dafür danken soll, dass sie es gemacht haben oder auch nicht. Es ist nun mal Fakt, dass die Speicherfiles, der Speicher von, also da, wo ihr eure Save-Files ablegt, quasi dieser Speicher nur 8 Megabyte beträgt. Und zwar auf sämtlichen Plattformen, egal ob PlayStation, Xbox oder PC, überall sind es nur 8 Megabyte. Und wenn diese 8 Megabyte überschritten werden, dann kann es passieren, dass diese Save-Files dann alle zerstört werden, kaputt sind und nicht mehr geladen werden können. Ja, und da gibt es natürlich auch ein Statement von CD Projekt Red. Und da ist es halt eben so, man sagt oder man ratet quasi davon ab, diese ganzen Duplizierungsglitches zu machen, ja, dass man so viele Crafting-Materialien hat. Man soll sich auch nicht irgendwie alles holen, was es gibt, also nicht jedes Outfit, jedes Auto und solche Geschichten. Man soll wirklich straight das Spiel einfach durchspielen und dann einfach wieder von vorne anfangen. Das spart Speicherplatz und man arbeitet auch daran, diesen Speicher zu vergrößern und zu erweitern, was ich jetzt persönlich ein kleines bisschen schwachsinnig finde, weil wofür integriert man denn solche Collectibles und Secrets in einem Spiel? Ein Crafting-System wird integriert und dann so ein Bullshit, ja? Also es sind sehr viele Leute, die quasi das Problem jetzt haben. Das sind überwiegend muss man auch dazu sagen, überwiegend Leute, die diese Glitches benutzt haben, auch wenn sie behaupten, sie hätten es nicht gemacht, aber ja, reden kann man viel, wenn der Tag lang ist. Ich selber habe ja auch schon 40 Spielstunden in Cyberpunk 2077, also über 40 Spielstunden, habe extrem viele Speicherplätze. Bei mir ist noch keine beschädigt. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das lauter Glitcher sind, die da einfach es übertrieben haben und jetzt der Speicher voll ist. Es ist einfach dumm. Es ist dumm. Ja, aber wie gesagt, CD Projekt Red arbeitet an einer Lösung. Denn es ist natürlich klar, man möchte das Spiel auch nach Beenden der Story weiterzocken. Man möchte ja irgendwann alle Collectibles haben und das alles natürlich auf einem Charakter. Das ist ja irgendwo auch so ein bisschen die Motivation eines Spielers dahinter. Gut, seid auf jeden Fall gewarnt, lasst das Glitchen erstmal sein, bis der Fehler behoben ist. Und in diesem Sinne danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.